Die Fahrräder werden eingestellt und dann wird die Musik aufgedreht und dann geht 50 Minuten keine Pause mehr. Supercycle kann man sich so vorstellen, das ist ein dunkler Raum, eine Discokugel und laute Musik. Und man tanzt quasi auf dem Fahrrad. Der Trainer steht vorne und gibt eine Choreografie vor und die Menge macht das quasi dem Trainer nach. Es ist dunkel, man bewegt sich im Rhythmus, man fährt auf dem Beat und wir haben uns die Musik wirklich zum Zentrum der Stunde gemacht. Ich habe früher regelmäßig normales Spinning gemacht. Und bin dann schwanger geworden. Nach der Geburt von meiner Tochter habe ich mich dann umgeschaut eben nach Spinning-Klassen und bin dann auf Supercycle gestoßen. Und das gefällt mir halt besonders gut, weil es auch mit Musik verbunden ist. Es hat ein bisschen so das Flair, ich gehe am Abend aus, kann tanzen und ich tue meinem Körper aber trotzdem etwas Gutes. Wir versuchen so viel wie möglich zu trainieren. Der Schwerpunkt ist Bauch, unterer Rücken, Beine, Popo. Aber wir haben auch Hanteln und wir arbeiten auch mit Fitnessbändern, um den oberen Rücken zu beanspruchen. Also wir schauen, dass wirklich so viel wie möglich trainiert wird. Für mich war der Start, hier das erste Mal herzukommen, eine große Hürde. Die ersten paar Male sind sehr anstrengend, aber es wird immer leichter. Wenn es einem dann zum Beispiel irgendwann einmal zu wenig intensiv ist, dann kann man das auch durch die Stärke am Rad selber regulieren und sich so selber neue Herausforderungen stellen.